Hallo und herzlich willkommen zum Kunstwerkstatt-Podcast. Heute geht es darum, wie die Kunstwerkstatt überhaupt entstanden ist. Und dafür ist zu Gast Renate Ziegler, die Leiterin der Kunstwerkstatt. Willst du dich kurz vorstellen? Hallo, ja, ich bin Renate Ziegler und ich leite die Kunstwerkstatt seit 2008. Okay, dann kommen wir direkt zur ersten Frage. Und zwar, wie kamst du auf die Idee mit der Kunstwerkstatt? Ja, die Idee ist eigentlich in einer Kita geboren. 2004 sind wir mit der Familie von Baden-Württemberg nach Rheinland-Pfalz, nach Bad Kreuznach gezogen. Und eins unserer Kinder ging damals noch in den Kindergarten. Im Kindergarten wurde gefragt, wer am Nachmittag ein Angebot machen kann. Und ich habe mich dann entschieden, Künstler anhand von Bilderbüchern vorzustellen, vom Leben der Künstler zu erzählen und dann mit den Kindern Bilder zu betrachten. Danach gab es dann immer eine kreative Aufgabe. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und den Kindern auch. Ja, dann kam ich einfach auf die Idee, eine Jugendkunstschule zu gründen. Ich kannte diese Einrichtungen aus Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz gab es und gibt es ja auch schon einige. Und ich habe dann mit der Geschäftsführerin des Bundesverbands der Jugendkunstschulen, der BJKE, telefoniert. Das war damals Mechthild Eickhoff. Und die hatte gerade zu der Zeit ein Buch geschrieben, Wie gründe ich eine Jugendkunstschule? Das habe ich mir dann bestellt, habe es mit Interesse gelesen und habe dann andere Frauen gefragt, die ich kannte, über unsere Kinder, ob sie sich vorstellen könnten, dass es möglich wäre, vielleicht auch in Bad Kreuznach eine Jugendkunstschule zu gründen. Wir haben uns dann fast ein ganzes Jahr lang getroffen und haben überlegt, wie und wo wir das umsetzen könnten. Und haben dann als ersten Schritt Kulturschaffende und Künstler aus der Stadt eingeladen, ihnen unsere Idee vorgestellt und gefragt, was sie davon halten. Es stieß eigentlich auf großes Interesse. Und einige der Menschen, die da damals dabei waren, sind auch heute noch Kursleiterinnen und Kursleiter in der Kunstwerkstatt. Die sind uns also treu geblieben von der ersten Minute an. Dann hatten wir das Glück, dass wir die Räumlichkeiten vom Ruderverein mitten auf der alten Nahebrücke in der Innenstadt von Bad Kreuznach mieten konnten. Wir haben die Räume der ehemaligen Tanzschule, zumindest einen Teil der Räume, mieten können und haben dann angefangen, es so umzubauen, dass es für uns passend ist. Unten ist dann in der Kunstwerkstatt im unteren Geschoss ist dann ein großer Raum entstanden und zwei kleine Nebenräume, die als Materiallager und Büro gedient haben. Inzwischen haben wir auch den oberen Stock noch dazu gemietet und es gab bisher dann zwei Kursräume, das Büro ist nach oben umgezogen, es hat sich immer wieder alles verändert und wir hatten schon fast im ganzen Haus überall mal unser Vorratslager und unsere Materialsammlungen. Ja, und im Moment ist es so, dass wir nur unten unterrichten können aufgrund der Corona-Pandemie und oben haben wir jetzt einen Online-Kursraum eingerichtet. So ist die Kunstwerkstatt eigentlich ständig im Umbau. Genauso ist es mit unserem Kurs- und Workshop-Angebot. 2008 haben wir mit einem großen Fest auf dem Kornmarkt begonnen und hatten dann ein aus heutiger Sicht relativ kleines Kurs- und Workshop-Programm, das sich dann aber stetig ausgebaut hat. Es kamen immer wieder neue Formate dazu, neue Ideen, andere Kursleiter und so hat sich das Programm immer wieder verändert und wir haben es dann auch an die Bedürfnisse der Stadt und der Kinder und Jugendlichen angepasst. Okay, danke. Dann würde ich einfach mal zur zweiten Frage übergehen und zwar, das hast du ja gerade schon ein bisschen angeschnitten, was man in der Kunstwerkstatt machen kann. In der Kunstwerkstatt kann man Kurse und Workshops besuchen. Kurse, die dauern von 3-4 Tagen bis über ein halbes Jahr. Und Workshops gehen meistens so 1-2 Tage. Manchmal haben wir auch Ferienprojekte oder Ferienworkshops, die dann so 3-4 Tage dauern. Außerdem haben wir den Kreativnachmittag. Da kann man unangemeldet montags nachmittags kommen. Das ist gedacht für Kinder, die im Kindergartenalter und am Anfang der Grundschule sind. Dort gibt es dann eine Art Bastelangebot. Man kann dort auch unsere Kursleiter kennenlernen und dann die Kunstwerkstatt und sich so einfach ein bisschen einleben. Viele Jahre gibt es die Malpartys, die von unserem Jugendteam vorbereitet werden. Die Jugendlichen überlegen sich auch die Themen und bereiten sich darauf vor, gestalten die Flyer dafür und leiten manchmal sogar die Malpartys an mit Unterstützung von unseren KursleiterInnen. Dann haben wir viele Jahre Projekte durchgeführt in den Ferien, interkulturelle Projekte, die über den Fonds Kreuznach für Vielfalt finanziert wurden. Okay, ja, danke sehr. Dann würde ich einfach jetzt nochmal fragen, was wir denn schon für Projekte hier gemacht haben.
Ja, wir haben schon ganz viele verschiedene Projekte gehabt. Also in Ferien hatten wir oft interkulturelle Projekte mit ganz verschiedenen Themen wie Kleider machen Leute, hör mal zu, schau genau hin oder die Farbe der Träume oder Keep on Running. Dazu kann man auf dem YouTube-Kanal der Kunstwerkstatt einige Making-ofs sehen, um ermessen zu können, was genau da alles stattgefunden hat. Das waren immer sehr intensive Workshop-Tage, an denen wir erstmal inhaltlich gearbeitet haben und dann in verschiedene Projekte gegangen sind. Es ist immer sehr viel entstanden und am Abschluss dieser Projekttage gab es jedes Mal eine Ausstellung. Außerdem arbeiten wir hier mit verschiedenen anderen Institutionen zusammen und haben dann über Kreuznach für Vielfalt auch gemeinsam Projekte uns überlegt, zum Beispiel für die Internationalen Wochen gegen Rassismus. Im letzten Jahr mussten wir die Einrichtung schließen aufgrund der Corona-Pandemie, wollten aber unbedingt mit unseren Kursteilnehmern in Verbindung bleiben. So ist das Projekt Stille Post entstanden. Die Stille Post funktioniert so: vor der Kunstwerkstatt und auch demnächst vor anderen Einrichtungen der Stadt steht ein weißer Briefkasten. In diesem Briefkasten befinden sich Doppelseiten, auf deren linker Seite ein Bildimpuls geklebt ist, den man dann auf der rechten Seite zu Hause beantworten kann und wieder zurück einwerfen. Im September letzten Jahres hatten wir dazu schon eine Ausstellung. Das sind sehr interessante Antworten zurückbekommen, nicht nur als Bilder, sondern manchmal auch Texte, sodass wir jetzt weiter noch die Bildinhalte erweitert haben auf Texte. Und wir haben auch andere Gruppen gebeten, uns Bilder aus Zeitschriften einzureichen mit Themen, die für diese Gruppen interessant sind. Wir sind sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Und da wir jetzt 8 weitere Briefkästen aufstellen werden, auch in unserer Partnerstadt Neuruppin wird sehr viel Bildmaterial zusammenkommen. Schon jetzt haben wir über 1000 Briefumschläge vorbereitet, die dann hier in der Stadt und Umgebung unter die Leute kommen können. Okay, und dann würde ich jetzt nochmal zum Abschluss fragen, für wen die Kunstwerkstatt denn eigentlich ist. Ja, die Kunstwerkstatt ist vor allem für Kinder und Jugendliche der Stadt. Wir sind so damals angetreten, weil wir gerne für Kinder und Jugendliche einen außerschulischen Ort schaffen wollten, an dem sie gestalterisch tätig sein können, an dem sie einfach ausprobieren können, ohne Zeitdruck und unter der Anleitung von Künstlern und Kulturschaffenden verschiedene Dinge auszuprobieren, verschiedene Materialien mit allen möglichen Stiften und Farben, mit Ton und Holz, mit Stoff und Wolle. Mit Glas haben wir schon gearbeitet. Es gab unheimlich viele vielfältige Angebote. Und Scheitern gehört einfach dazu. Und genauso wie Erfolg haben und Zufriedenheit. Und wir haben sehr, sehr viele wunderbare Ergebnisse schon gehabt, die wir dann auch in Ausstellungen präsentieren. Inzwischen bieten wir auch Kurse für Erwachsene an, wie zum Beispiel Freelettering oder figürliches Zeichnen. Danke, Renate, für den kleinen Einblick in die Geschichte der Kunstwerkstatt. Wer von euch jetzt Lust bekommen hat, da mitzumachen oder allgemein an einem Kurs teilzunehmen, könnt ihr bei uns anrufen oder uns eine E-Mail schreiben. Die Daten dazu findet ihr auf unserer Website und da findet ihr auch unser Kurs- und Workshop-Angebot. Wenn ihr jetzt ein bisschen mehr über die Kunstwerkstatt erfahren wollt, dann schaut doch auf unserer Instagram- oder Facebook-Seite vorbei. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.